Okay, das haben wir wieder. Medim ist gut benannt. Togepi ist aber nur ein bisschen schwach auf der Brust. Macht aber nichts. Ja. Weiter geht's. La 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 la. Hä? Unser Rivale. Sag mir etwas. Ist das wahr, dass Team Rocket zurückgekehrt ist? Was? Du hast sie besiegt? Haha. Bring mich nicht zum Lachen. Was? Du scherzt nicht? Dann lass uns sehen, wie gut du bist. Okay, unser Rivale, das Silver. Mr. Silver. Nebulak. Ui, ich glaube, das kann Horrorblick. Fluch kann er bestimmt nicht. Metronom. Und? Frustration. Noch einmal. Was ist das? Panzerschutz. Bringt mir aber nichts. Feinnüsse. Kann und dann Kanone vielleicht. Das sieht fast, das dauert noch Ewigkeit. Der Besser muss ran. Los, Besser. Hypnose geht immer noch daneben. Biss! Schlecker. Nebulak lebt noch, aber nicht mehr lang. Boah, der 100er Pech mit der Hypnose. Ist jetzt glaube ich 5-mal oder so daneben gegangen. Togepi erreicht Level 10. Zubat. Da will ich Egelaber in den Kampf schicken. Los, Glut. Boah, freue mich an der Flammenwurf. So, und das letzte ist Tyrakrok. Los, Togepi. Mach ihn fertig. Ja, der Nigalava hat keine Chance gegen den. Auch wenn es 2 Level höher ist, aber... Metronom! Und, was kommt das? Steinhagel! Geil! Ja, aber Togepi hat keinen Angriff. Und die werden jetzt dazu bringen, Arkan zu haben. Wow! Das war ein bisschen zu heftig. Und ich hab keine Tränke mit. Scheiße. Ich hab nur einen Supertrank. So. Aquaknarre. Der ist auch so böse. Probieren wir es nochmal mit Metronom. Ich mag Togepi nicht draufgelassen. So viel dazu. Critical Hit. Los, Noob. Mach ihn fertig. Gute alte Fluchtaktik. Fluch am Nieder. Beschimpfern. So, das hast du jetzt davor. Und jetzt Hypnose. Yes! Auf dies Verlust, Noob. So. Los, Rattan! Rattan! Jo, jetzt ist er aufgewacht, super! Aber der Flug setzt ihm zu! Rattan, Giftstachel! Aha! Aha! Rattan erreicht Level 13. Noob erreicht Level 17. Und die zwei haben glaube ich gleich für Angriff. Und jetzt lasse Pokémon. Hey du! Du hast nur gewonnen, weil meine Pokémon schwach sind. Ich hasse Schwäche. Pokémon, Trainer. Es macht keinen Unterschied, wer oder was. Ich werde der Stärkste sein und der Schwache ausrotten. Das gilt auch für Team Rocket. Dieser. Keine Ahnung. Aber ich werde sie alle fertig machen. Sie sind alle schwach. Ich hasse sie. Ich mag sie alle. Bla bla.
Liz Picknick an. Hallo Chris, hier ist Liz. Chris, Liz. Wie geht es dir? Ich habe gehört, dass mein Niederrhein sehr hübsch ist. Ja, das sind nur nutzlose Informationen. Manchmal wollen sie auch kämpfen. Und das Silber, mit dem wir gerade gefetzt haben. Ich weiß nicht, wie der ein Original heißt. Ich glaube, der heißt echt Silber. Ich bin mir jetzt sicher. Auf jeden Fall gibt es Gerüchte, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es wahr ist oder nicht, aber das ist der Sohn von Giovanni. Und er mag Team Rocket ausrotten, weil er es nicht mag. Ich muss überlegen, ich bräuchte ein Zerschneider-Pokémon. Wer kann den Zerschneider lernen? Igelava. Bei der Speeder bin ich mir nicht sicher, deswegen will ich die Speeder kurzfristig ablegen. Speeder. So. Mit kommt Mirabla. Denn ich weiß, dass Mirabla Zerschneider lernen kann. Lalalalala. Jetzt gehen wir in den Steinerchenwald. So, Ilex Forest. Da kriegt man auch irgendwo Kopfnuss. Hä? Oh Mann, mein Boss hat mir gesagt, it's going to be steamy. Achso, er ist weg. Das Borenta kann Bäume zerschneiden, aber ich bin nicht in der Lage, dieses Pokémon zu trainieren, weil ich nicht den Orden habe. Ich traue mich nicht in den Wald, kannst du das Pokémon finden? Irgend sowas. Das ist das Pokémon. Borenta! Ja, das müssen wir jetzt eigentlich quer im Kreis herumjagen. Aber ich mag es lieber anders. Eigentlich einmal rundherum im Kreis, aber ich gehe gleich von hinten rauf. Ja, und der Pokémon begegnet uns. Und das ist... Raupi! Was ist das Raupi? Oh, Doggerby, lass mal das Raupi in Ruhe. Ja, jetzt hat uns das Bäumchen schon gesehen. Raupi! Es hat uns verfolgt! Oh na! Aber ich habe jetzt nicht das Geschlecht vom anderen geschaut. War das andere auch männlich? Borenta! Ja, hau ab. Borenta! Schnaubleck hat ihn bam! Ah, mein Borenta, du hast es gefunden, Junge. Mädel, besser gesagt. Ohne es sind wir nicht in der Lage, Zerschneider Bäume niederzumachen. Danke, Fräulein. Nun, wie kann ich dir helfen? Ich weiß, ich gebe dir das hier. Das sind halt Zerschneider. Lerne es, dein Pokémon und kleine Bäume zu zerschneiden. Natürlich brauchst du erst den Arena-Orden von dieser Arena. Azalea City. Okay. HM5. HM1. Oder 4M1, besser gesagt. Ja. Mirabla, er lernt Zerschneider. So, jetzt können wir da den Bam zerschneiden. Das da ist der Sternelchenschrein. Der Wächter des Waldes, ja, in der japanischen Kristall kann man da mit Hilfe von einem Event den GS-Boy umholen. Den legt man dann da rein und dann soll es Celebi auftauchen. Und dann kann man es fangen. So in etwa. X-Angriff. Eigentlich könnt ihr ganzen X-Angriffe und so weiter verkaufen. Die brauche ich eh nicht. Oh, mysteriöser Typ. Was der da wohl macht? Er pinkelt an einem Bam. Safcon. Ich mag das Item haben. Wow, Baras. Baras. Ich hab keinen Bock, Baraset zu vernichten. Ich werde später extra Training sein, Herr Lüderle. Antidote. Gegengift. So, besucht man mal den komischen Typ. Ich bin schon wieder bei 10 Minuten, sehe ich gerade.
Naja, so in etwa 5 Minuten haben wir noch. Hey du! Weißt du, was ich hier mache? Ich schüttel die Bäume mit Hilfe der Kopfnuss. Das macht Spaß, probier's auch mal. TM2 Kopfnuss. Ja, Kopfnuss. Bringt mal ein Pokémon bei und dann kann man den kleinen Bande, was da überall stehen, kann man schütteln. Oh, Horni. Da kommen dann ganz interessante Pokémon rüber, wie zum Beispiel Hornli und Kokuna Bibor, Raupi. Ich bin mir nicht sicher, ob Kokuna und Bibor auch. Mann, ey. Okay, du magst das nicht anders, Hornli. Dann Tanzer kann da oben kommen. Scaraborn. Und noch irgendwas war. Owei, ja. Owei ist auch gut. Owei kann auch vom Baum fallen. Und Habitat natürlich. Also kommen schon ein paar nützliche Pokémon, wo man normalerweise nicht rauskommt. Ich muss jetzt nur durch den Steinerchenwald gehen. Aber zuerst zackle ich die Sitten da. Äther. Was ist denn das? Das ist ein Trainer! Don't sneak up on me like that. Schleicht sich nichts an mich heran. Okay, habe ich nicht gewusst. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da ist jetzt. Käfersammler Wayne. Ladybar. Okay. Ladybar ist aber kein Matchup für Egelaber. Ah, das Geräusch ist so ekelhaft. Denn ich höre das mit Kopfhörern und die sind nicht gerade leise. Blut! Weg mit dir, Ladybar. Und was noch? Paras. Oh wehe, du kommst mit der Stachelspore an. Ich schwör's da. Brauchst gar nicht, ich rönt sowieso schon. Aha. Brenne in der Hölle, brenne nieder. Das kannst du erst nicht zu laut reden, ich merke das nicht so genau. Ich höre einfach nur den Ton. Mir stimmt hell kaum. Okay, weiter geht's. Na komm schon, ich bin fast durch den Wald durch. Und das Video wird auch immer länger. Wir haben nicht ewig Zeit. So. Da holen wir uns noch was Nettes. Du musst schwer sein, Pokédex-Eintrag zu füllen. Hier, nimm das, dann geht's leichter. Jo, Lockduft. Damit lockt man Pokémon an. Meppo. Okay. Jetzt sind wir da. Die Safe. Und da wird es beim nächsten Mal weitergehen, aber nicht heute. Denn heute ist Samstag und ja gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute noch zum Spielen komme, weil ich gestern Super Marissa Land und so weiter aufgenommen habe und Pokémon Kristall begonnen habe. Aber naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Pfiat euch!